Willkommen zurück. Wir haben ja jetzt ein Bett gelootet, also habe ich mir vorgenommen, ich mache jetzt mal einen weiteren Ausflug schön weit geradeaus. Erstmal gucken, dass ich überhaupt weiß, wo wir zu Hause sind. Naja, ungefähr 70, 60, also 70, 60, Moon Base. Annehmen, so, das müsste irgendwie stimmen. Und dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg, die Ressourcen zu holen, die wir in unmittelbarer Nähe nicht kriegen. Ob sie ja. Du leckst, ich verstehe nichts. Was sagst du? Du leckst immer noch. Warte mal noch ein Minütchen. Kriegt sich ja bei dir immer ziemlich schnell wieder ein. Meinst du die Kristalle und Obsidian? Genau, das ist jetzt angekommen. Genau, Das ist Kristalle gut. und Obsidian. Wird bei euch zu Hause das Internet gerade gut benutzt? So, wir gehen jetzt hier in unbekannte Gefilde. Also packen wir uns mal besser die Sollt ihr das Pike. trotzdem mitgeben? Ich habe mir die Pike auf die 4 gelegt. Bin eh Und schon zu weit weg. Hep. Nein, wir nehmen unterwegs jetzt nichts mit. Wir machen uns strange geradeaus. aber tut mir einen Gefallen, dass wir nicht von bösen Aliens fressen. Na. Falls doch, gibt's mal Aliens zu sehen. Ach Mann, ich will auch. Uah. Hättest ja mitkommen können. Aber ich setze gleich einen Punkt und sag dir dann, wo es die guten Sachen gibt. Wenn ich gute Sachen finde. Ich würde ja eh gleich mal gucken, ob ich mich umbringen kann und dann woanders spawnen, zum Beispiel an irgendeiner anderen Fabrik oder sowas, und Das wieder ist nach aber hier. Cheaten. Das kann cheaten. Na klar, ist das Cheaten. Ausnutzen der Spielmechaniken. Was denn, was er sagt? Nimm die Beine in die Hand und lauf hin. War ich auch gerade. Hab mir so einen Enduro-Stu reingezogen. Jalla, ich weiß gar nicht, was der bringt. Okay, es sieht schon alles ein bisschen crazy aus, wenn wir ehrlich sind. Ein bisschen langsamer gehen und Stamina regenerieren. In welche Richtung bist du denn gelaufen? Ich kann ja sagen, wo ich bin. Ich bin jetzt bei Koordinate 60, 50 ziemlich genau. Links 60, oben 50. Okay, dann mache ich mich mal auf den Weg zu sehen. Nach unten. Na, nicht nach unten. Nach links weg. Auch kein Obsidian und Kristall. Komik, komik. Schum, 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 schum. Ja, Stamina ist gut voll. Kann ziemlich lange laufen. So, die Ölpumpe hat schon, die Ölbohrung hat schon 5 Öl hervorgebracht. Hey. Okay, dann hat sich das eine Benzin ja wenigstens rentiert. Dann ist das wenigstens mindestens ein Gleichgewicht. Ja, es ist. Und keine Es zirkuliert immer Fressmaschine. noch. Gibt ja so Fressmaschinen, weißt du? Da kriegst du 4 raus und verbrauchst aber 5. Dann ist sie schon mal selbsttragend. Obwohl, du brauchst ja noch andere Ressourcen für Benzin. Muss man mal. Da unten läuft doch was. Seht ihr das? Zwei kleine Tiere. Ich würde sagen, das sind Raptoren. Ziemlich genau in der Mitte des Bildschirms. Da geradeaus. Ich habe da keine Lust drauf. Nö, 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 nö. Ja, das sind garantiert Raptoren. Zwei Stück, ey. Nee, die umlaufen wir mal. Ich glaube nicht, dass wir gegen die ankommen.
weiß nicht, wie stark die sind oder wie schwach. Nee, 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 nee. Gut, dass wir so eine hohe Weitsicht haben. Da will ich da auch. Ah, ich habe mir vorgenommen, ich kümmere mich ein bisschen um die Ressourcen. Ich bin ja auf Ressourcen suchen, aber wir brauchen ja noch Obsidian und Crystal. Also wollte ich mich mit dem Quark mal vollstopfen und ja, dann nach Hause. Zurückkommen, ja, ganz genau. Und ich sammle derzeit schon mal die Ressourcen um die Basis ein. Oh, ich versuch's da. Da. Komm mal. Okay, das ist wieder nur Eis. Den Berg kenne ich aber schon mal aus dem Video für die Vorschau. Da habe ich mich hier auch vor den Aliens versteckt. Das heißt, hier in der Nähe gibt es Aliens. Oh, da hinten ist das abgestürzte Riesenraumschiff. Da gibt es Loot noch und nöcher. Gut, dass ich schon so ein hohes Level habe, also das Max-Level und fast alles in Gewicht habe. Boah, da gibt es... Da gibt's Loot ohne Ende in dem Raumschiff. Na, wo ist denn das jetzt hin? Da, 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 geradeaus, da. Da gibt's aber auch Aliens, das Problem. Oh, bitte lass dich einfach nur 20 Obsidian, 20 Polymer finden. Da gibt's schon alles, da gibt's alles. Wenn du 20 Polymer hast, bringst du in Sicherheit, weil dann können wir uns schon so einen Rover bauen. Polymer? Ja. Dann können wir schon einen Rover bauen, den Rest haben wir alles. Ja, warte kurz. Wo geht man mal zurück zur Basis? Da ist das. Da ist dieser riesige zerbestende Planet, also muss ich hier lang. Jetzt habe ich Hunger. Das ist nicht so cool. Hopp. Bei dem Raumschiff. Weißt du, dass es auf dem Mond kein Sauerstoff gibt für Fackeln? Ja. Hätten wir nicht irgendwie solche Knicklichter reinmachen können für den Boden? Ja. Knicken, ein bisschen schütteln, leuchten. Das stimmt. Ne, bei dem Raumschiff gibt's übelst geile Loot-Container, ganz, ganz viel. Das heißt, ich werde nicht sterben auf dem Rückweg, weil ich am Verhungern bin. Sofern ich an den... Darüber brauche 50 Silizium, 500 Metal. Ist egal, was er braucht, haben wir das alles? Nein, es fehlen die 20 Polymer. Und sonst haben wir alles? Ja, okay. Das können wir alles herstellen. Dann brauchen wir den doch gar nicht kaufen. Nur gucken, dass mich kein Alien überrascht. Was braucht man denn für Polymer? Wie viel Obsidian? Warte. Wir brauchen 4 Obsidian und 2 Zementpaste für ein Polymer. Mhm. Das heißt 80 Stück. Das hoffe ich hinzubekommen. Jetzt kriege ich hier Frost. Hier ist kalt. Stamina recken. Jetzt bin ich schon wieder am Hungern. Was sagst du? 40, 80 Stück? 80, ja. Ja, okay. Aber ob ich das schaffe? Ich muss auf jeden Fall zu dem abgestürzten Raumschiff. Und da gibt es, glaube ich, auch alle Ressourcen. Aber da kann ich nur mich mit genug Zeug eindecken für den Rückweg, weil sonst schaffe ich niemals den Rückweg. Ist einfach auf der Karte. Bitte? Ist hier dann. Nee, ich würde es niemals schaffen, weil mein Hunger schon ganz unten ist. Ich würde vorher sterben, bevor ich zurückkomme. Ja, dann markiert ihr halt das Raumschiff. Wenn du das nicht schon gemacht hast. Das müsste ungefähr bei 50, 30 sein. Oh Gott, ich bin hart am Verhungern. Okay, das dürfte ein Obsidian sein. Nee, Platinum und so ein Quark. Das ist Obsidian. Warte, 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 warte.
Obsidian. 8, 12, 17, 21, 26. So, was mit Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen Titanium und Obsidian? Titanium ist ein Metall. Ja. So, Obsidian ist Kristall. Lava. Auch direkt mal 42 Kristalle eingesteckt. Oh Gott, ist das hart, ey. Ja, Metall haben wir jetzt vielleicht nicht alles zusammen, aber das können wir in der Nähe von unserer Basis erfahren. Das ist jetzt nicht das große Problem. Also haben wir doch nicht alles dafür. Ja, Lügner. Das Einzige, was wir dafür noch wirklich brauchen, ist das Obsidian. Ja, dann mach mal fertig, dass wir nur das Obsidian brauchen. Was du gerade dabei bist. Raumschiff rückt näher. Es wird hart, das wird hart. Kurz vorm Verhungern. Ich werde es nie nach Hause schaffen, niemals. Ja, ich könnte auch langsam gehen, das wird mir aber auch nicht viel mehr bringen. So. Ich habe eine Pike, hoffentlich ist der Alien nicht so stark, wenn mir einer begegnet. Dann gewinne ich vielleicht sogar den Kampf. Aber das glaube ich nicht, meine Skillung ist total für den Arsch. Die ist nur auf Gewicht. So, und jetzt beginne ich an zu verhungern. Ich habe das Raumschiff vor der Nase. Das ist ein riesen Kavams, Mann. Also trotz, dass ich am Verhungern bin, laufen kann ich noch. Ah, da ist der erste Alien. Okay, da läuft noch Patrouille. Ich denke mal, der hat mich nicht mehr erkannt, bemerkt. Ich weiß noch, vor gut einer halben Stunde war das Dehydrin für uns das Schwierigste zu beheben. Ach, das sind noch mehr Aliens. Ja, das ist scheiße. Ja, ja, jede Menge. Ich muss aber eigentlich nur in die Loot-Container. Weißt du jetzt, wo die Dinger sind, wo das Raumschiff ist? Kannst du da nicht, Ja, komm hier, ich sag's dir eben. Ja? Links 50, oben 19. Links 50, oben 19. Okay. 50, 19. Raumschiff. Okay. Markiert. Ich auch. Ich versuche mich irgendwie zwischen die zu tun. Vor allen Dingen sind das beide Sorten von Aliens, die Krabben und die Tentakelviecher. Links Tentakel, rechts Krabben. Die kann man leider nicht gegeneinander aufhetzen. Die Öl. Ach, die Kiste gerade zerfallen. Verdammte Scheiße. Na. Da ist noch eine. Ach, Bitcoins, Litcoins und zwei Etagenbetten. Fuck. Oh, zerfallen. Schnell auf die Ahnenhöhe, das könnte mir ein Bein brechen. Da habe ich nochmal Glück gehabt. Der Container ist auch gerade zerfallen. Also, der meint es echt nicht gut mit mir, das Spiel. Mich hier durch die Aliens geschmuggelt und dann zerfallen die Container. Was ist denn der Quark? Ah, ich habe schon nur noch Half-Life.
Der Alien hat mich gesehen. Naja, können wir ein paar Tests machen, ob ich schneller Hast du dir bin. schon ins Bett gesetzt? Wie, ich soll hier im Bett sitzen? Nein, nicht da. Bei euch, Ach so. ja, zu Hause, ja. Aber theoretisch könnte ich doch hier auch eins sitzen. Ja. Aber es bringt uns, wir können nur ohne Items hin und her reisen. Ja, aber wahrscheinlich mit Anzug. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, bin ich mir zwar auch nicht, aber egal. Nee, kann man nicht auf den Boden setzen, braucht eine Foundation. Oder ich habe gerade versucht, auf den Boden zu setzen, aber es ließ sich nicht setzen. Okay, also ich bin schon mal schneller als der Alien. Und hab nur noch ein Viertel Leben, also. Ich jetzt nicht sofort was zu essen finde. Unten ist noch so ein Tentakelflutzel. Ja, das war's, Knochenbruch. Okay, ich habe den Alien wohl abgeschüttelt. Coole Sache. Also Vergiss nicht, hier. was du zu mir gesagt hast. Was denn? 5 Minuten später stehen sie hinter dir und tippen dir an die Schulter. Das stimmt, aber hier ist nicht ein Loot-Container. Wie gesagt, diesen einen konnte ich und die anderen waren schon zerfallen. Ne? Ich habe noch ein bisschen Leben. Wenn ich jetzt noch einen Container finde mit vernünftig Futter, könnte es was bringen. Aber ich laufe gerade mitten auf dem Alien zu. Und da ich nur die Eisenpike habe, das war's. Der war auch natürlich direkt Level 100. Tyrannopode. Naja. Kann man nichts machen. Ja. Ja. So ist das. Was? Fehlt hier die Hälfte oder ist das so gewollt? Wir hatten hier hingeschissen. Gar keiner. Okay, hat alles nicht geladen. Geht das noch mal oder ist das kaputt? Hallo. Ja, jetzt habe ich nach dem Tod natürlich eine normale Pick gekriegt und nicht mehr die grüne vom Anfang. Scheiße. Ja, ich wollte noch sagen, das Ölteil rentiert sich. Ja? Cool. 13 Öl und ein Charcoal. Sauber. Apropos, ich bin jetzt zwischen Raumschiff und zu Hause gespawnt. Und hier gibt's Kristall. Und wo Kristall ist, ist Obsidian nicht weit. Ich bin jetzt bei Koordinate 70, 32. Also direkt nebenan. Ist das nicht die Base, wo du vorhin looten gegangen bist? Nee. Okay. 70-32 sagst du. Jo. Direkt nebenan. Jo. Wenn ich 70-32 eingebe, komme ich irgendwo ganz schön weit weg, Hier aber. liegt sogar Obsidian, also Moonbase. 70-32. Unsere Moonbase ist bei 70-60. Und ich bin jetzt bei 70-32. Das ist nicht allzu weit. Und hier ist auch Obsidian. So, 30, 34 Obsidian. Obsidian und Kristall. Ich glaube, da ist noch ein Obsidianbrocken. Ja, ich glaube, das ist einer. Obsidian. Und nochmal 34. Summa summarum sollte ich 68 haben. Obsidian 68.
Das ist ja schön. Ach, da liegt noch ein Obsidianbrocken. Nein, zwei. Und ein Kristall. So. Komm her, Obsidian. Nochmal 34. Sind wir bei 102. So. Ich habe jetzt 140 Obsidian. Ernsthaft? Ja. War nichts dabei. Hier gibt es noch so eine Art Garage oder was das ist. Geh ich aber auch mal rein. Lass mich da rein jetzt hier da. Ja, kaputt, was stimmt mit dir nicht, du Tür? Ah, geht doch. Hopp. Mörtel und Pestel. Ja. Nicht lootbar, nicht lootbar. Ach, guck mal, hier steht sogar ein Fabricator. Ganz jo, aber nicht benutzbar. Und Betten. Ein Schreibtisch. Ein Balkon. Nett. Sieht echt nett aus. Ich frage schon, ob man diese feindlichen Basen nicht übernehmen kann. Sogar eine Forge steht hier und die ist benutzbar. Industrieforge. Nur der Fabrikator nicht, aber die Forge ist nutzbar. Haben wir gerade restlichen Eisen? Wir brauchen noch gut 100 Eisen. Warum man die nicht übernehmen kann, ist klar. Irgendwo müssen die Leute doch spawnen. Ach, guck mal, das ist ein Abbild von unserer. Ist ja interessant. Ja, das Ding ist genauso aufgebaut. Also, machen wir mal. Wir haben auch normale. 2, 4, 2, 4, 2, 4. Ne, ist kein Abbild. Hier ist ein riesiger Tablet-PC. Coole Sache. Schade, aber der Respawn ist wohl schon vorbei. Die Kisten hier sind nicht gefüllt. Ja, dann bringe ich mal das Obsidian nach Hause. So, und dann sind wir auch schon am Ende der Folge. Nachhauseweg seht ihr dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Sagen, nicht vergessen zu bewerten. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.